Kolleginnen und Kollegen, ich verstehe natürlich, dass Sie hier stehen und für die Dinge kämpfen, die Sie für richtig und für richtig halten. Und ich denke, das ist in einer Institution wie der Charité auch möglich. Das haben wir ja bereits in dem Streik bewiesen, den die Charité-Mitarbeiter gemacht haben. Und wir haben am Ende als Vorstände mit den Gewerkschaften und mit den Mitarbeitern eine Lösung finden können. Man streikt nicht, wenn solche Lösungen auf dem Tisch liegen, sondern man streikt, wenn man glaubt, dass solche Lösungen nicht denkbar und vorhanden sind. Ich möchte Ihnen einfach nur an Sie die Bitte herantragen, dass wir bei diesen Maßnahmen, die hier jetzt auch passieren, dass wir bei diesen Maßnahmen immer daran denken, dass wir ein Krankenhaus sind, dass wir die Patienten, die hier bei uns betreut werden, durch nichts, aber auch durch nichts in irgendein Risiko bringen dürfen. Die Beschäftigten auch nicht. Das sicherlich die Beschäftigten auch nicht, aber ich hoffe, dass wir einfach von beiden Seiten jetzt in diesen harten Verhandlungen, wir heißt in dem Fall ja nicht die Charité, sondern die CFM, dass die CFM und Sie in dieser ganzen Geschichte das Tischtuch nicht zerschneiden. Sie müssen nachher wieder mit der CFM zusammenarbeiten und die CFM mit Ihnen. Und aus diesem Grunde hoffe ich einfach, dass wir bei allen Auseinandersetzungen die Form so weit wahren können, dass es nachher wieder möglich ist, sich ins Gesicht zu gucken und wieder miteinander zu arbeiten. In diesem Sinne sage ich Ihnen, dass sich sicher irgendetwas bewegen wird. Das ist immer so. Ich kann Ihnen aber auch sagen, dass die CFM als eine Tochter der Charité natürlich mit dafür verantwortlich ist, dass wir unser Ziel von der Politik vorgegeben, nämlich die schwarze Null in 2011 und dann nachhaltig 12, 13 und folgende Jahre, dass wir das erreichen müssen. Und deshalb sind wir auch nicht in der Lage, all das zu machen, was wir vielleicht gerne tun würden. In diesem Sinne wünsche ich der CFM, der Charité und Ihnen, dass wir aus diesem Streik ohne große Blessuren herauskommen und dass es am Ende wieder friedlich miteinander weitergehen wird. Herr Einhoppe, wir haben verstanden und sonst geht es sicher nicht darum, Patienten zu gefährden. Um Gottes Willen, wir arbeiten auch für die Charité, wir sind die Charité und natürlich wissen wir, dass das Patientenleben an erster Stelle steht. Aber wir stehen hier für unsere Familien. Sie haben gesagt, Sie gefährden, wir dürfen keine Patienten gefährden. Hier werden unsere Familien gefährdet. Das schwarze Null wollen Sie schreiben. Diesmal schreiben wir noch Minus.